Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr Android auf VMware Play installieren könnt. Als erstes ladet ihr euch das Programm VMware Play herunter, Link zu Chip Online in der Videobeschreibung und ihr ladet euch noch Android herunter. Ich habe jetzt die Android Version 4.4-R2 extra für 32-Bit Geräte. Und ja, zuerst startet ihr VMware Player, ist kostenlos. Dann klickt ihr auf Create a New Virtual Machine. Jetzt müsst ihr auswählen Installer Disk Image File in Klammern ISO und drückt auf Browse. Jetzt geht ihr auf den Desktop, vorausgesetzt ihr habt die Android-Datei auf dem Desktop gespeichert und drückt auf Öffnen. Jetzt sehen wir hier unten auch schon FreeBSD detected, weil Android darauf basiert. Dann auf Next. So, jetzt können wir einen Namen für die Maschine eingeben, zum Beispiel einfach Android 4.4. Dann drückt ihr auf Next. Jetzt könnt ihr hier auswählen, wie viel Speicherplatz das Android-Betriebssystem haben. Ich wähle hier jetzt einfach mal 40 GB. So, jetzt könnt ihr hier noch auswählen, ob ihr haben wollt, dass die virtuelle Festplatte als eine einzige Datei dargestellt wird oder als mehrere Dateien. Ich wähle immer eine Datei, ist einfacher, wenn ihr die virtuelle Festplatte auf einen USB-Stick macht und auf einen anderen PC macht, dann habt ihr nur eine Datei. Und Next. So, jetzt könnt ihr hier über Customize Hardware noch Feineinstellungen machen über die Hardware. Zum Beispiel Memory, das ist jetzt der RAM. Ich will das jetzt einfach mal auf 2 GB. Ich denke, das wird für Android reichen. Dann Prozessorkerne. Wie viel Kerne der Prozessor haben soll. Ich lasse es jetzt einfach mal auf 2 oder 1, 1 erreichen, es reicht. Ja, das können wir hier alles so lassen. Mit den Einstellungen weiß ich jetzt nicht so, was man da macht. New CD. Connect at Power. Das müsst ihr auch anlassen, damit die Android ISO direkt nach dem Start der virtuellen Maschine gestartet wird. Network Adapter könnt ihr hier Bridge Connected auswählen und einen Adapter konfigurieren. In einem anderen Video habe ich schon mal gezeigt, wie ihr den Fehler beheben könnt. Auf VMware Player, also in dem VMware Player, habt ihr in den virtuellen Maschinen kein Internet. Und in einem anderen Video habe ich mal gezeigt, wie ihr den Fehler beheben könnt. Und ja, ich werde das jetzt einfach mal hier einblenden. Ihr könnt da drauf drücken und dann könnt ihr euch das Video anschauen und könnt dann hier an der Stelle weitermachen. USB-Controller können wir auch alles so lassen. Soundkarte könnt ihr hier eine extra Soundkarte auswählen. Ich habe hier jetzt nur zwei Stück. Zwar einmal die installierte und dann noch eine externe. Ich wähle einfach mal die externe aus. Ist mir lieber. Display könnt ihr, wenn ihr auf eurem Android Spiele spielen wollt mit 3D-Grafik, könnt ihr das aktivieren. In meinem Fall ist es jetzt nicht so, also lasst das weg. Dann könnt ihr hier noch spezielle Dinge hinzufügen über Add. Zum Beispiel Floppy Drive, aber das braucht man jetzt nicht. Noch mehr Netzwerkadapter, USB, Serial Ports, Drucker und viel mehr. Das brauchen wir alles auch nicht. Und als nächstes klicken wir auf Close. Und also hier können wir noch ein Häkchen machen, dass die virtuelle Maschine direkt nach Finish gestartet wird. Können wir auch auswählen und Finish. Okay. So, wir wählen jetzt einfach mal die Version ohne zu installieren, indem wir einfach auf Enter drücken. Hier könnt ihr auch andere Mods auswählen, zum Beispiel die ganz normale Installation, die wird dann auf der Festplatte, auf der virtuellen Festplatte installiert. Also alles, was ihr in der virtuellen Maschine macht, passiert nicht auf dem PC. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass ihr jetzt was Falsches macht oder so.
Ist alles kein Problem. Ich mache das Ganze jetzt ohne Installation, also hier drauf gehen und Enter drücken. So, jetzt bekommen wir direkt schon einen Willkommensscreen angezeigt, mit dem wir jetzt keine Einstellungen machen können. Ich wähle hier jetzt mal bei Sprache natürlich Deutsch aus, wenn ich es finden kann. Hier Deutsch, Deutschland. So, dann drücken wir hier auf dieses Weiter. So, hier können wir jetzt noch verschiedene Netzwerke hinzufügen. Bei mir ist momentan keins in der Nähe oder eher gesagt, die virtuelle Maschine kann nicht drauf zugreifen, weil kein WLAN ist. Also ich habe keinen WLAN-Stick zu der virtuellen Maschine hinzugefügt und auch kein LAN. Deswegen überspringe ich diesen Schritt und trotzdem überspringen. Berühren Sie den Seitenindikator, um die erweiterten Einstellungen zu öffnen. Seitenindikator, okay. Ja, wie ihr sehen könnt, es hat funktioniert. Hier haben wir jetzt Android, hier können wir normal alles weitermachen, Einstellungen, was ihr wollt. Und wenn ihr das eine Video euch schon angeschaut habt und den Bug gefixt habt und jetzt Internet habt, dann könnt ihr jetzt rein natürlich auf YouTube gehen und so. Und wie wir hier sehen können, in einer VMware, beziehungsweise wenn ihr Android ganz normal auf dem PC installiert, da habt ihr direkt schon Super-User-Fähigkeiten, sag ich jetzt einfach mal, und den Terminal und alles Mögliche. Hier auch noch Entwicklereinstellungen, Kalibration können wir auch mal kurz machen. So, wenn ihr in Android jetzt wieder rausgehen wollt, also wieder eure ganz normale Maus bekommen wollt, um wieder euer normales Windows zu benutzen, dann müsst ihr Steuerung und Alt gleichzeitig gedrückt halten und dann bekommt ihr wieder eure Maus, dann könnt ihr das Ganze wieder minimieren oder drauf gehen und ja, ihr könnt die VMware beenden, indem ihr auf Player, dann Power geht, dann Shutdown Gast oder auf Pause. Wenn ihr auf Pause geht, könnt ihr, wenn ihr VMware wieder startet,
könnt ihr ganz normal genau dort weitermachen. Und ja, wenn ihr Android installiert habt, also ganz am Anfang, nicht Without Installation gedrückt habt, sondern auf Installation, ganz normal, dann könnt ihr Shutdown ganz normal machen und es ist trotzdem noch installiert. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Für mehr Videos könnt ihr mich abonnieren und bis zum nächsten Video.